Ja, wir haben noch viel zu tun. Viel liegt vor uns. Einiges wurde beschlossen, einiges wurde tatsächlich auf den Weg gebracht in Glasgow. Aber nichts geht ohne die Finanzwirtschaft. Der Staat steht da bereit, will viel Geld investieren. Die EU hat das angekündigt im Green Deal. Aber ohne die Finanzwirtschaft, ohne diesen Hebel wird es nicht gehen. Und von dieser Seite ging ein ganz großes Signal aus. Und über nachhaltige Finanzwirtschaft möchte ich jetzt sprechen mit Professor Christian Klein. Er ist mir aus Kassel zugeschaltet. Von der Uni Kassel sind Sie und lehren dort nachhaltige Finanzwirtschaft. Wenn man das hört an diesem Finance Day in Glasgow, da bleibt einem ja der Atem stocken. 450 Versicherungen, Finanzinstitute, Banken, Börsen haben gesagt, weltweit natürlich die größten, wir nehmen 130 Billionen Dollar in die Hand und werden das in den nächsten Jahren eher in klimafreundliche Investments stecken. 130 Billionen Dollar, das ist das 30-fache der deutschen Wirtschaftsleistung. Dann haben wir doch gar kein Problem mehr. Wenn die Finanzwirtschaft so viel Geld nimmt, kann uns doch nichts mehr passieren. Naja, also erstmal muss man sagen, dass Nachhaltigkeit auf den Finanzmärkten hat ja inzwischen nichts mehr mit Gutmenschentum zu tun. Da geht es einfach um Risikomanagement. Und Tatsache ist doch die, wir haben jetzt die Entscheidung, entweder wir erreichen das Pariser Klimaschutzabkommen oder eben nicht. Und wenn wir das erreichen wollen, dann wird das massive Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben. Es wird massive Auswirkungen auf viele Geschäftsmodelle haben. Und damit sind Risiken verbunden. Und das hat eben Auswirkungen auf unsere Finanzierungen. Und damit ist das hier einfach Risikomanagement, was wir gerade sehen. Das heißt, die Banken, die das jetzt hier gerade angekündigt haben, die machen im Grunde genommen nur das, was sie in ein paar Jahren ja eh machen müssen. Ich will das jetzt trotzdem loben. Das sind die Frontrunner, die eben sagen, wir wissen, das kommt auf uns zu. Wir übernehmen die Verantwortung. Wir gehen jetzt voraus. Aber nochmal, wir werden in den nächsten Jahren viel Regulierung sehen. Und letztendlich ist es ja auch zum Beispiel von der Europäischen Kommission ein erklärtes Ziel, die Finanzströme auf den Kapitalmärkten so umzuleiten, dass sie nur noch in nachhaltige Investmentmodelle gehen. Davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Die Banken verdienen immer noch prächtig mit Krediten für den fossilen Sektor in aller Welt. Also von wirklicher Umlenkung in nachhaltige, in klimaschützende Techniken kann ja noch keine Rede sein. Da passiert schon viel. Ich glaube, man bemerkt nicht so viel, aber es passiert tatsächlich schon viel. Und nochmal, es ist ja eigentlich ganz einfach. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, dann ist es einfach keine gute Idee, mehr in Kohle zu investieren. Die Risiken von allen Investitionen, die irgendwas mit fossilen Brennstoffen zu tun haben, steigen gigantisch. Und deswegen sind ja solche Tagungen wie die COP so wichtig für die Finanzmärkte. Denn hier werden klare Signale geschickt für die Finanzmärkte, in welche Richtung die Reise geht. Und wenn wir nun mitnehmen, dass hier signalisiert wurde, die Welt meint es doch ernst, wir können jetzt diskutieren, wie sehr ernst, aber schon so ein bisschen ernst zumindest, dann werden wir sehen, dass die Finanzmärkte das ganz automatisch machen und anfangen werden, die Investitionen aus fossilen Brennstoffen zurückzuziehen. Also aus der Not eine Tugend machen, weil man natürlich auch sehr viel Geld damit verdienen kann. Aber wir stehen hier auf dem Börsenparkett. Uns hören Menschen zu, die auch interessiert sind daran, in Nachhaltigkeit zu investieren. Das Geschäft boomt gerade, aber das Geschäft steht gerade unter einem auch negativen Stern. Nämlich da wird ganz viel von Greenwashing berichtet. Also davon, dass man glaubt, dass man grüne Anlagen kauft, aber so grün sind sie dann am Ende doch nicht. Da schneidet sich ja die Finanzwirtschaft tatsächlich ins eigene Fleisch. Ja, das Problem, das wir haben, ist, dass Nachhaltigkeit Stand heute noch nicht wirklich definiert ist. Also wenn wir beide uns jetzt über Nachhaltigkeit unterhalten, werden wir uns wahrscheinlich eine Stunde lang hervorragend unterhalten. Und nach einer Stunde merken wir, dass wir über völlig verschiedene Dinge geredet haben. Das Gleiche gilt übrigens für Greenwashing. Also wo beginnt Greenwashing? Wo beginnt Nachhaltigkeit? Das Problem, das wir haben, ist, dass gerade im Retail-Bereich, also bei den Endverbraucherinnen, bei den Endverbrauchern, oft der Eindruck besteht, wenn ich mir jetzt so einen nachhaltigen Fonds kaufe, dann enthält der nur Unternehmen, die Windräder herstellen und dabei mindestens 50% Frauenanteil im Board haben und garantieren können, dass in der gesamten Wertschöpfungskette keine Kinderarbeit ist. Und wenn es solche Unternehmen überhaupt auf der Welt gibt, dann sind es mit Sicherheit so wenige, dass sie damit keinen Fonds
diversifiziert darstellen können. Mhm. Also hier müssen wir noch viel, viel Aufklärungsarbeit leisten. Aber auch an der Stelle muss man sagen, die EU-Kommission macht da momentan einen sehr, sehr guten Job. Es gibt die EU-Taxonomie, die meiner Meinung nach ein Gamechanger ist und viel Klarheit darüber bringen wird, wie wir in Zukunft Nachhaltigkeit denken und leben werden. Trotzdem muss man sagen, auch wenn es boomt, auch wenn die Wachstumsraten wirklich immens sind bei nachhaltigen Produkten, es spielt sich immer noch im 1%-Bereich ab. Also da wird in den nächsten Jahren noch ganz viel zu tun sein. Und man kann natürlich den Menschen auch nicht alles versprechen. Man sagt auf der einen Seite, tut Gutes. Also wenn ihr jetzt hier investiert, ist das wunderbar. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es auch ein Risiko bei nachhaltigen Anlagen gibt. Also nachhaltige Geldanlagen sind genauso wie konventionelle Geldanlagen. Die sind Aktien, nachhaltige Aktien sind riskant, genauso wie konventionelle Aktien und so weiter. Also nur weil nachhaltig draufsteht, ist es nicht weniger riskant automatisch. Natürlich, das, was ich vorhin gesagt habe, ist ganz, ganz relevant. Was bisher wenig beachtet wurde oder wahrscheinlich zu wenig beachtet wurde, ist, wie gehen Nachhaltigkeitsaspekte in die Risikobetrachtung ein? Also wenn Sie jetzt nicht in Öl investieren, haben Sie ein gutes Gewissen, weil Sie machen was für den Klimaschutz. Gleichzeitig ist es auch völlig nachvollziehbar, denn aus Risikomanagement-Sicht ist es einfach keine gute Idee mehr, in Öl zu investieren. So könnte man das darstellen. Was Sie gerade gesagt haben, dazu zwei Aspekte. Erstens, wenn wir von den kleinen Prozentzahlen reden, das stimmt, dann sind wir aber im Retail-Bereich, also beim Endverbraucher. Wenn wir uns das eben bei den Profis angucken, im institutionellen Bereich, da sind die Anteile schon viel, viel höher. Das als erstes. Als zweites, wenn Sie sich die Wachstumsraten angucken, da sind wir im Retail-Bereich bei weit über 100% und das seit 3 Jahren. Also das sind schon unglaubliche Wachstumsraten, die Sie hier beobachten. Die finden Sie sonst in der Szene nirgendwo. Das heißt, Herr Professor Klein, ohne die Finanzwirtschaft wird die Transformation der Unternehmenswelt hin zu klimafreundlicher Technik, hin zu Klimaschutz nicht gelingen? Definitiv. Also ohne Geld geht gar nichts. Und letztlich sind ja die Effekte ganz, ganz klar. Also einem Unternehmen, einem Geschäftsmodell, dem ich den Geldhahn zudrehe, das wird es nachher nicht mehr geben. Und wenn ich den Geldhahn ganz weit aufdrehe für Ideen, die ich gut finde, dann werden diese Ideen gefördert. Also der Finanzwirtschaft kommt hier schon eine Schlüsselrolle zu. Wobei es auch wichtig ist zu betonen, die Finanzwirtschaft kann natürlich nicht die Welt alleine retten. Die Hauptrolle hat hier schon die Politik. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Christian Klein von der Uni Kassel. Also die Hauptrolle hat die Politik, aber die Finanzwirtschaft kann einiges ausrichten. Und wir schauen uns mal an, wohin das ganze Geld am Freitag oder heute Morgen geflossen ist. Und zwar zunächst mal schauen wir auf den Auslandsmarkt.